Hallo und willkommen zu einer Aufnahme vom Galactic Science Projekt. Hier mit uns drei, mit dem Kenan, der gerade schon wieder in den Keller geht. Ja, nee, lass das hallo. Niveau aber hier! Und der Blue Jenny. Hi. Meine lieben Sir Lance natürlich. Hi, du machst mir Angst. Warum denn? Ja, also letztes Mal sind wir hier stehen geblieben. Wir wollten den Keller ausheben. Hörst du jetzt wohl mal auf? Aua! Kannst du uns lieber helfen? Ja, mach ich doch. Indem du mich schlägst. Nein, indem ich oben ausbaue. Na gut, das ist ein Argument. So. Wir haben jetzt vor, wie ihr letztens... Ich weiß nicht, ich hoffe, ihr habt die letzte Folge geschaut. Wir haben auf jeden Fall vor, jetzt den Bereich hier ein bisschen weiter auszubauen. Die Jungs machen unten den Kellerbereich. Das ist sozusagen die Maschinenanlagen. Kommt da unten rein, oder? Mhm. Ja. Und hier oben, wo ich das gerade mache, kommt sozusagen das Lager hin. Da werde ich dann nach und nach werde ich da die Kisten aufbauen. Und ich weiß nicht, gibt es hier sowas wie ME-System und so? Ich glaube, nein, gibt's hier. Gibt's? Oder nein? Nicht, dass ich wüsste. Echt nicht? Okay. Scheiße. Dann reines Kistenlager. Ja klar, ein kleines Kistenlager. Nur würde ich auch sagen. Aber Filterpipes gibt es hier. Ja, Filterpipes, schön. Schön für die Pipes, dass sie filtern. Cobblestone, auch schwarz Cobblestone. Ja. Also wir werden nicht alles chiseln, einfach daher, da wir schlechte Erfahrungen gemacht haben mit extrem viel chiseln. Ich würde sagen, jetzt mache ich nur noch die Wand und Boden und das war's. Ich glaube, Keller müssen wir gar nicht chiseln. Nimm einfach ganz normalen Cobblestone, oder? Ja, klar. Oder gewisse Steine halt, ja. So, ich würde sagen, hier machen wir erstmal nichts. So. Erstmal Licht. Nach hierhin haben wir nur einen Platz, ja. Mal kurz ein bisschen anders. Dann würde ich nämlich gern da in der Ecke die, ja, wollen wir hier Wasser erstmal oder Kobbel? Ich wollte jetzt hier im ersten Raum so gesehen Wasser- und Kobbel-Generationen erstmal machen. Generation, nicht so Generation. Was kosten die Pipes? Das teuerste ist in dem Fall das Glas, aber das können wir auch herstellen. Ja, mit Obsidian, ja gut. Dann also, können wir das ja machen, dass wir an einer Stelle zentral Wasser und Kobbel produzieren. Ich habe hier ein kleines Problem. Wortwörtlich ein kleines. Was ist los? Ja, ein Baby-Zombie. So. Wer ist mit Licht? Ja, der ist oben bei dir gespawnt. Ja, wollen wir das denn so machen? Zentral Wasser und Kobbelproduktion oder lieber nicht? Du meinst, dass in dem Raum nur Wasser und Cobblestone abgezapft wird? Genau. Über Pipes dann dort und dorthin geht. Genau, wo wir es halt brauchen. In einen anderen Raum zum Beispiel. Ja. Ja? Weil dann könnten wir hier den Kobbelgenerator hinbauen. Können wir das Wasser ja mit für benutzen. So müsste es eigentlich gehen, oder? Ja, ich hol noch Wasser. Na, Jenny, kannst du eventuell mal die Treppen hier hinbauen? ich bin gerade dabei. Die beiden. Hä? Was machst du da? Naja, guck mal. Ach so, ja, dann macht er wenigstens alles aus Kobbel. Mach ich auch. Außer die oberste Stufe hier. Das steht auch von hier drinne. Ja, aber lass mich doch erstmal die Treppen machen. Immer diese Kerle, die fangen auf lang einfach viel zu viel für auf einmal. Ja. Viel zu viel für auf einmal, ja. Dann das muss raus, das muss raus, das muss raus. Das ist Cobblestone. Ja, das ist mir bewusst. So, oder? Ja, Speed Upgrade hatten wir, glaube ich, gar nicht hier drin, oder? Hier drinnen, nein, hatten wir nicht.
So. Dann sitzen wir direkt an der Quelle. Oh, scheiße, Warning. So. Da leiten wir dann ein Kabel weg, das überall hingeht, oder? Haben, genau. haben wir nicht genug Strom für die Bäume? Oder was ist los? Ja, warum? Ja, weil da nichts wächst. Ich kann mal nachschauen. Ja, kann sein, dass da kein Holz mehr drin ist. Achso, die Baumfarm. Ja, ja klar. Ah, das dauert einfach nur ewig. Er hat zu wenig Saplings. Ja, deswegen jammert er. Ja, jammer, so. Jammer, ha. Aber ist ja im Prinzip egal. Problem ist einfach nur, dass da nichts wächst. Kannst du den nicht sogar einen tiefer setzen noch? Nee, der muss rausstehen. Das ist ja das. Da kennt er die Bäume nicht. Das ist okay. Komisch. Müssen wir einfach mal warten. So, du kannst mal den Sand, den wir haben, zu Glas machen. Schauen wir mal. Eigentlich reicht doch hier ein ganz schmaler Raum, oder? Eigentlich reicht das doch so. Wollen wir sauber die Wände machen oder nur das, was man sieht, austauschen? Das, was man sieht? Okay. Das, was man sieht, ja. Von mir bestimmt viel Mut. Ach so. Dann nachher wieder. Das meinst du? Ja, bist bei mir jetzt hier gerade wieder los? Ja, ja, dass wir das gar nicht brauchen in dem Fall, ja. Und da kommt gleich der nächste Raum dann hin. Ja. Ist nur die Frage, wie wir hier vernünftig die Kabel legen. Da habe ich gar nicht so dran gedacht. Ach, na schau, nachdem wir so hoch gebaut haben, eigentlich könnten wir es auf der Decke verlegen. Rein theoretisch. Ja, klar. Oder in den Boden rein. Ich bin jetzt nur gerade wegen Wasser am überlegen. Aber wir müssen ja im Endeffekt, wenn wir jetzt hier die Wasserquelle hinpacken, ja, müssen wir den ja einmal komplett hoch und hier runter und hier dann den Dekomposer hinbauen. Weil hier wollte ich dann die Dekomposeranlage halt hinmachen. Einmal für Wasser und einmal für Kobbel. Könntest du das Wasser auch von unten anzapfen, genauso wie den Cobblestone? Weiß ich nicht, aber ich glaube generell wäre das eigentlich sinnvoller, wenn wir das auf der anderen Seite hin platzieren würden, oder? Dieses Geklingel von der Musik hat sich angehört, als hätte mich jemand angestupst auf... Ne. Hier. Ja, dann lass uns das mal andersrum machen. Nimmst du die Lava bitte weg? Hierher. Genau. Ist wieder dunkel hier. So. Dann jetzt halt. Warte. Ah, warte, ja, ich platziere hier schon mal einen Kobbel. Brauchen wir da gleich nicht mehr ran. Stimmt, ja. So. Das ist ja auch. Also offen, jetzt ne? Nur so ein bisschen mal Richtung Zuschauerinfo und so weiter. Die nächste Zeit wird bei uns jetzt, glaube ich, die nächsten Folgen nur bauen sollen. Also wem das Bauen hier überhaupt nicht interessiert, der. Kann ja durchskippen. Also so. Ja. Muss hier das eigentlich so sein? Ich glaube nicht, oder? Ja, weil sonst wird es Obsidian. Ah, gut, das riskieren wir mal lieber nicht. So, das heißt hier World Interaction Upgrade. Dann hier das Ding. Dann kannst du das ja eigentlich ein Kabel hoch und dann hier durch die Wand leiten, oder? Ja, so in der Art habe ich mir das auch gedacht. Es ist nur die Frage, wo wir denn jetzt die Energieproduktion machen, weil ich glaube, für die Energy Pipes haben wir nicht so viel. Ah, da braucht man auch Redstone für. Frage, du hast doch zu viele Spitzhacken gemacht. Kannst du ein paar rauswerfen? Ja, ein paar sind zwei Tage. Hey, ich werde jetzt voll geschissen. Machen wir den Boden auch aus Kabel, oder? Ja, ja, bin ich gerade dabei. Beziehungsweise. Ist es einfachste. Also. Ich wollte jetzt erstmal den ersten Raum soweit fertig machen. Ja, aber ich arbeite mich gerade zu euch durch. Grad. So. Schaut nicht schlecht aus. Aber ich würde glatt noch einen reinmachen. Heißt der drei? Warte.
Was drei rein? Hier, drei Blöcke. Der Durchgang. Der Gang. Ach so, ja. Kannst du machen. Ja. Hase? So, dann hier oben noch. Tauscht die Decke noch eben aus? Wer? Jo. Oder so. Ich helfe dem. Wollen wir da den gleichen Hohlraum zwischenbauen oder nur da, wo wir es wirklich brauchen? Na gut, zum Platzieren ist es ein bisschen blöd. Ja, jetzt habe ich komplett Scheiße gebaut. So, das heißt, wir haben jetzt die Kobbelproduktion. Und Wasser. Ja. Nein, da fehlt. Beim Wasser fehlt noch. Ja, das musstest du irgendwo haben. Oben haben wir keins mehr liegen. Ich habe alles in die Kiste gegeben, was ich hatte eigentlich. Alles da reingegeben. Hä, ist das denn weggebackt oder so wieder? Scheiße. Ist das wirklich weggebackt jetzt? Was denn? Ein World Induction Upgrade. Weil dafür braucht man relativ viele Eisen. Ja gut, 7 Eisen, es geht, wenn wir Lapis haben. Aber ich glaube, wir haben auch keinen Lapis, oder? Oh, 2, doch. Wir brauchen 4. Toll. Wir haben da aber ist noch. Ja gut, da ist noch. Auch noch mehr, als, ja. Ja, dann würde ich sagen, machen wir erstmal den... Ah nee, wir brauchen ja erstmal Energie. Scheiße. Ja, der Kabel ist nicht so wichtig. Nimmst du mal vom Kabel weg. Ja. Aber übrigens, wir haben jetzt keine Can of Food mehr. Außer ihr habt noch welche einstecken. Das heißt, wir müssen uns jetzt wirklich mal Gedanken machen, wie wir Essen produzieren wollen. Ich habe auch nur noch 5, also. Ja, eventuell wäre eine größere Melonenfarm sinnvoll. Weil mit wenn, zwei wenn Melonen, du mehr Ale gibst? Setzlinge mit Crops sammeln. Beziehungsweise du musst nicht mal, erstens haben wir hier noch ein bisschen Erde über, die Baumfarm kann ja auch noch ein bisschen verkleinert werden. Und zweitens, Melonen müssen ja kein, Dirt zum Wachsen haben. Die Saat ja, auch. Aber nicht die Frucht. Die kann auch auf Stein wachsen. Stimmt, ja. Aber trotzdem brauche ich Erde. Ja, wie gesagt, ja, Baumfarm. Du gleich nebenan machen, oder? Genau. Ja, bei der Baumfarm kannst du noch ein bisschen Dirt rausreißen. Soll ich dir da helfen, oder was? Weil wir müssen jetzt erstmal gucken, dass wir Essen haben, weil sonst krepieren wir. Hier ist auch noch was weg kann. Dann haben wir hier noch ein paar Sachen, die raus können. Wird zwar gleich dermaßen scheiße aussehen, aber egal, Mondflecken sind modern. Mutmale auch. Ja, so. Hatten wir keine Zäune mehr oder was ist hier eigentlich? Hm? Ja, das würde ich gerade nicht machen. Mach das bitte. Hier. Danke. Mach du, wie du es haben willst. Aber Hauptsache, wir haben eine Melonenfarm. und da würde ich jetzt den Energieraum, also den Chemical Decomposer eventuell. Oder erstmal wirklich den Decomposer und hier halt dann theoretisch den nächsten Decomposer. Was dann wiederum in Fässer geht. Wollen wir die Barrels denn oben lagern oder? Ja, wir brauchen einen, um die Hydrogene zu machen und einen, hast du gesagt, für den Cobblestone willst du machen. Genau. Ist halt die Frage jetzt. Also wie wir das am effektivsten machen. Da ist noch Moonrock. Dann ist hier auch noch Moonrock, jupp.
Am besten geht's hier an den Decomposer und die Decomposer gibt's gleich mal weiter an die. Ja, an die Energie und einmal müsste es dann theoretisch ins Lager gehen. Jenny, sollen wir die chemischen Sachen auch hier im Lager machen oder sollen wir die im Keller lassen?